Hallo, da sind wir wieder bei The Witcher The Wild Hunt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sollen zu Pferde. Ich denke mal, wir Habe ich dir reiten von dem die Zauberer Stadt. erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Hexer sind meistens unterwegs und erledigen Aufträge. Sie ziehen durch tiefe Täler und hohe Berggipfel. Und durch modrige Sümpfe. Zum Glück kann Geralt sich unterwegs stets auf sein Pferd Blötze verlassen. Blötze. Okay, X zum Rufen von Blötze. Könntest mal dein Schwert wegstecken? Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Ist das herrlich. Langsam, langsam. Ah, das sieht so toll aus, also wirklich. Halte Umschalt gedrückt, um zu kantern. Was? Kantern? Was ist denn kantern? Ah, kantern. Drücke in der Bewegung zweimal Umschalt links und Der halte es Krieg läuft gedrückt. nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn Ah eine ja, Seite? okay. Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich meinst du? Temerien und Edirn gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Hier hängen aber ziemlich viele Tote. Aber ich denke, nach dem Krieg normal, ne? Oh ja, hast du das 10-mal auf die Taste gekommen, dann schon geht's. Was ist das für ein Geräusch? Hat sich nicht sehr gesund angehört. Ich reite extra ein bisschen langsamer, weil ich mir diese fantastische Aussicht genießen möchte. Obwohl, man könnte ja ein bisschen zumindest. Nicht so schnell, Plätze. War mal ein bisschen schneller. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Erwischt. Das ist ein Greif? Ist er weg? Ja, komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Ein paar Kronen wären nicht schlecht für den Anfang, oder soll ich hier? Nein, du schuldest uns nichts, komm. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden?
Ja, eine Frau. Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt. Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Ohoho, das hört sich wunderbar an. Oh, das war die falsche Taste. Los, los. Ja, ja, ist ja gut. Also, ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Okay, du näherst dich einem Dorf, stört diesen Frieden nicht, denk dran. Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Anschlagsbretter, ah ja, für die Quests, okay, das ist cool. Suchst du Ärger? Nö. Kann ich das Kind überrennen? Menschen auch. Ups, in ja, kann ich. Müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Weiter so, Plätze. Ja, renn weiter die Menschen um. Die Kinder. Ich muss sagen, bis jetzt ein wahnsinnig schönes Spiel. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Bram angegriffen. Bram? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Bisschen übertrieben, aber okay. Zeig mir, was du anzubieten. Hey, warum geht das nicht? Geht das doch? Geht? Hier ein Handelsfenster öffnet, okay. Ganz schön was los hier. Kümmert sich schon jemand um den Greif? Ich würde sagen, wir machen erstmal das hier. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade, wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Okay, ganz schön was los hier. Hier ist ja richtig was los. Da
Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Wohl wahr, wohl wahr. Zeig mir, was du zu bieten hast. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Kauf und verkaufe Gegenstände im Handelsfenster. Doppelklick auf einen Gegenstand, um ihn zu kaufen. Drücke Escape, um das Handelsfenster zu schließen. Ja, ich dachte, ich krieg das Zeug umsonst. Ich wollte jetzt was essen. Was haben wir hier denn alles? Nützliches. Eine Fackel, den Brief, Waldkauz, gegrilltes Hühnerbein. Hört sich gut an. Alchemie habe ich nichts, Questgegenstände auch nicht, andere Gegenstände auch nicht, Ausrüstung haben wir keine. Was ist denn das hier? Finde. Tausche diese Karte gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld aus, um sie wieder deiner Hand zuzufügen. Hä? Was? Das kriege ich bestimmt hoffentlich später noch erklärt, weil ich weiß jetzt nicht, was damit gemeint ist. Volltest. Der Anführer des Nordens, während der Kälte, strömender Regen und extrem vorgerufene Wettereffekte, okay. Ah ja, gut, okay, komm. Gehen wir mal zurück. Ja, ja, Handel, Handel, Handel. Schön. Wir suchen eine Frau. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Wird das Gespräch beendet. Okay. Wunderbar. Vielen Dank für alles. Und wo ist jetzt mein Schnaps? Danke. Für alles. Schöne Deko. Doch, wirklich. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Gehört? Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Trommle, Trommle. Hä? Waren denn hier mehr los? Du bist ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linien, hm? Um unser Land aufzuteilen und ihren Leuten zu geben. Ah ja, komm, dann fragen wir doch mal die Bauern. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Okay. Bei Optionen, die mit markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein, okay. Das andere beeinflusst und ihnen einen Willen aufzwingt. Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen könnten, investiere in die Fähigkeit Täuschung im Charakterfenster. Oh, cool. Rede sofort. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Ich mag den Typ. Okay. So, dann gehen wir mal weiter. Dich hatten wir schon. Die Katze. Es gibt vier Farben. Vier was?
Farben, Gruppen, Sorten. Wie Kreuz und Pik, nur hat jede Farbe ihre eigenen Bildkarten. Außerdem gibt es Spezialkarten. Willst du nicht lieber Krieg spielen? Bis du das Spiel in meinen Kopf gekriegt hast, geht doch die Sonne auf. Okay, komm, da will ich mal mitmachen. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Ist der Krieg schon nach Novigrad gekommen? Ja, frage mal. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Novigrad, okay. Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Was machst du hier? Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Schreibe über den Krieg, wie er wirklich ist, geh in deine Bücherei zurück. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigung, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. So, aber jetzt, Reiter des Krieges, wer soll das sein? Reiterin. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Na dann, leb wohl. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Durch Optionen markieren wir deine Gwind gestartet. Ja, komm, warum eigentlich nicht? Mal gucken, was das ist. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Willkommen bei Quint. Quint ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Das kenne ich aus dem Japanischen. Sister war anders da. Zuerst ziehst du den 10-Karte, das ist in diesem Spiel deine Hand. Du ziehst danach keine Karten mehr, setzt diese 10 also klug ein. Okay. Stärke den Einheitenkarten. Dies ist eine Einheitenkarte. Ich glaube, ich ziehe mal meine Brille an, dann geht es mit dem Lesen ein bisschen besser. Entschuldigung. Links zeigt ihr ihre Stärke an. Wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert, wird dieser Wert der Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt, der sie ausgespielt hat. Okay. Einheit, Symbolkarte, Nahkampf, Fernkampf, okay. Belagerung.
Manche Einheitenkarten haben Spezialfähigkeiten. Gewählt allen Einheiten. Sonderkarten, die reduziert dir alle Stärkekarte. Stimmt. Auch die deiner eigenen Karte. Im Spiel kannst du bis zu 2 Karten abwerfen und neu ziehen. Überspringe diesen Punkt. Okay. Naja, wir werden einfach mal versuchen. Okay, hier siehst du das Schlachtfeld. Dies ist deine Seite. Das ist die Seite des Gegners. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Der Anführer bringt eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit ersetzen, indem du X drückst. Drücke Eingabe, um eine Karte aus deiner Hand auszuwählen. Drücke noch einmal Eingabe, um sie auf dem Schlachtfeld zu platzieren. Du bist am Zug. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal hier. Ich töte für Fressen. Okay, wir platzieren den jetzt einfach mal hier, das passt schon. Da links, hier deinem Symbol zeigt, aktuelle Gesamtstärke deiner Einheit. Okay. Mhm. Okay, mein Gegner ist am Zug. Nehmen wir mal die hier und machen die hier hin. Oh. Ah, ich mach mit mir... Ah, okay, der hat sich selbst auch Schaden gemacht, okay. Mach mal das hier. Nochmal strömender Regen. Was habe ich davon jetzt? Gedrückt halten? Nee. Ich dann nach Extreme und spiele die. Der Rundenverlierer verliert auch einen Lebensstein. Das Spiel ist vorbei, wenn einer der Spieler beide... Okay, also ich habe jetzt eine Runde gewonnen, das ist sehr interessant. Okay, das muss ich mich mal einlesen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber von mir aus. Tja, ist kein Spiel für jeden. Das ist wahr. Man muss analytisch denken können.
Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. Ein interessantes Spiel. Aber wir fragen weiter. Der sieht doch sehr gesprächig aus, der junge Mann. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Bin ich in der Stimmung? Kommen wir zur Sache. Gut, ich trinke was. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Schnäpse? Das sind Schnäpse? Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Neuen Gegenstand erhalten. Woher kennst du Jen? Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Weißt du, wer ich bin? Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Und wer bist du? Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Mhm. Wo ist Jennifer? Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Das geht dich natürlich nichts an. Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaarischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Das ist sehr schön, die Information haben wir jetzt mal. Damit gehen wir zu unserem Kameraden. So, Vesemir. Ja? Was ist denn, Wolf? Wir sind jetzt seit einem halben Jahr unterwegs. So lange. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha! Du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Bis später, Vesemir. Okay, dann gehen wir mal raus. Folgt er mir? Nee, er folgt mir nicht. Also muss ich das alleine machen. Dann werden wir uns jetzt mal zur Garnison begeben, aber das auch erst in der nächsten Folge, würde ich fast behaupten. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von The Witcher 3, The Wild Hunt.